So, herzlich willkommen zum sechsten Let's Play von Lego Harry Potter. Die Jahre 5 bis 7. Guck mal, Harry blinkt irgendwie. Das ja, weil er fast ah runter ja, genau, ist. Deswegen. Darum blinkt er. Der hat nur noch ein Herz. So, mal sehen, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben eben die Testrale gerettet. Freigeschalten. Gerettet nicht, freigeschalten. Pardon. Ah, zurück müssen wir wieder. Ja, natürlich ein paar Stats mitnehmen. Nicht wahr? Na, Nick, wo führst du uns diesmal hin? Hey, ich komm, komm hinterher! Also, das war nur das Vieh. So, pack jetzt nicht mehr so rum. Ah, dann da ist ein blauer. So. Habe ich gesehen. Den wollte ich auch gerade einsammeln. Au, du hast mich angeflucht. Die wollte die, genau. Hast die wollteste anfluchen, ja. Weil, was wollen die mit so einem dicken Stapel Bücher? Ja, das schaffen die doch gar nicht. Die sollen sie mal ein DS holen. Das ist doch für ein Leihstab. Oder ein Laptop. Ja, oder eine Switch oder sonst irgendwas, was mobil ist. Cloud! So eine tolle Partie. Durch die Umbridge und so hätten sie sowieso nicht lange die Geräte. Na, ist echt nervig, die blöde Zippe. Nicht wahr? Ja. Wer die Romane kennt, so wie ich, der weiß, dass sie sehr besonders gemein zu Harry ist. Da ist die blöde Kuh. Ja. Bloß kein DS und sonst was rausholen, sonst tischt du gleich die Katzenbücher wieder auf. Dann darf er nicht mal zaubern üben oder sonst irgendwas. Da hat man ja. Boah, hier voll der Ghetto, ey. Weg mit dem. Spricht er klar, gerade mit Sirius. Ja. Hier, da sind die Bücher. Hey, wer ist hier mit? Was? Wer? Ich? Nein. Du kriegst das schon hin. Ja, weil Harry sollte ihn mich ausbilden. Okay. Aber erstmal muss die Räumlichkeit gesucht werden. Ja, mit die Karte des Rumtreibers auch weh. Ui. Vielleicht haben wir jetzt. Du hast gerade den passenden Charakter. Guck mal, ob die Katze da ist. Ja. Da ist er. Schaufler, 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 Schaufler. Der sieht ein bisschen ohnmächtig aus. Der sucht uns. Hier ist er doch, ey. Ist der der liegt direkt neben ihm. Muss ich den noch aufheben? Scheinbar. So faul ist schon, die wollen ja meinen Zauberstab aufziehen, ja. Bitte nicht schwimmen. Wer es glaubt. Wupp. Kann man den rausnehmen? Nee. Ich habe ihn vorhin reingekickt. Ein paar Babydrachen. Ah, das ist jetzt in der Welt, merke ich gerade. Ein paar Babydrachen. Pocket Dragons. Pocket Dragon! Ja, schon klar! Gab's früher mal eine Serie von. Da ist so ein Klitra. Ja. Aber später wird freigeschalten. Luna zeigt es. Luna zeigt es. Dir. Ah, hier müssen wir wieder zu zweit. Schnell die Stats einsammeln. Die brauchen wir noch. Nicht wahr? Ja. Bei jeder Karte, da ist sowas. Katapult, Feuer. Da kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir erst apparieren können.
Wenn ich mich nicht irre. Und dein Klassencharakter. Voll die Götter dahinter. Wen haben sie da eingebuchtet? Dich? Natürlich nicht. Warum hab ich eigentlich die Schaufel? Ich hab doch meine Katze. Was ist denn hier drinne? Batsch. Einer unserer Mitglieder. Was wolltest du denn da drinne? Sie wollte sich verstecken. Eine Kanne will sie. Hier ist auch einer. Ja, was soll das jetzt heißen? Was ist hier zu spät? Dina möchte eine Blume. Und blub. Batsch. Erstmal aufgetaut. Die will Florona. Und der will die. Und der will ihr Schaufler lernen. Und hier, ja, was da drin ist, ein Slytherin-Teil. Ja, will ja einen Schaufeln. Der will Schaufler einsetzen. Ich glaube, das ist ein Level. Willst du einen Tunnel durchbegraben, ja? Ja, will er. Wir brauchen Zutaten. Ein Knochenarm, ein Giftzahn und noch irgendwas. Sagt der. Da haben wir schon mal drinnen. Mein Dancing Skelett. Ich habe hier die nächste Ingredienz hier. Fehlt nur noch der Zahn. Ich hoffe, ob hier irgendwo ist. Wenn das hier mal sauber ist hier. Oh. Da ist der Zahn. Ja. Blubber, blubber. Nö, ich will keine. Ich will keine. Harry will ein bisschen Fitness machen. Ich nicht. Huah! Erstmal ein paar Liegestütze. Ein kleiner. Der braucht er noch nicht mal. Der hat gleich Muskeln gekriegt. Ja. Kreis und gedrückt halten. Da ist noch ein. Das ist noch einer, der kaputt gemacht werden will. Für den Bromo, ja, für den Florona. Hab die Blumen. Hab den Blumenstrauß. Na, alle vier erledigt. Alle vier Mitglieder. Dumbledores Armee ist das. Ja. Aber leider finden sie die trotzdem nachher. Na, weil irgendjemand petzt. Ja, und hier brauchen wir Schaufler. Na, Zubi. Ist hier oben. Ich weiß. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es abgestürzt. Bist du hier der Einzige mit Bart? Ja. Na, was schaufelst du aus, Schnurri? Schnurri und Fauchi sind wir im Einsatz. Ah, eine Weasley-Kiste. Da ist schon später irgendwo noch eine Weasley-Kiste. Ja. Plautz! Ah, kriegst du noch gar nicht fest, das Ding. Wingardium Leviosa. Ach, da soll's reingeklatscht werden. Geöffnet. Und alle einsteigen. Hier sind noch drei Sachen, die erledigt werden müssen. Was für Hermine? Bin schon unter, bin schon da. Mond, Flasche, Stern. Guck mal, Harry und Voldemort.
Selber aber gespielt, ja. Harry spielt sich selber. Ja, und Ginny will. Quatsch. Und Ginny will Voldemort. Mentoren, eine Illusion. Ich habe ja Angst. Den klatsche ich gleich mal weg. Ja. Klatsche ich daneben jetzt. Alter. Und den Arm von dem Himmel sie. Er will eine Feder. Ja, oder ein Schirm, was sein soll. Feder! Autsch. Der tote Obelisk. Ja. Nee, nicht Obelisk, Basilisk. Und da ist auch die Feder. Ihre Bärtiger. Nee, nicht der Bärtige, der vor ihm. So, alle sind zusammen. Voldemorts, Dumbledores Armee. Aber mehr Jungs sind bei. Er hat die richtigen Bücher ausgeteilt. Und nicht diese blöden Katzenbücher. Ja. Herz, Herz. Ist Level nicht. Abgeschlossen. Ist nicht. Harry gehört jemand anders. Ja. Wahrer Zauberer. Kling. Abseits der gebahnten Wege, glaube. Kling ab. Ah ja, beide konnten deswegen. Hm. Geschichte fortsetzen. Oh, oh. Der Umbridge. Guck. Quatsch. Oh, ey. Ich hasse die. Ja, das ist so komisch, ja. Die hat nur ein Buch verzaubert. Wupp, auf einmal hatten alle Katzenbücher an. Und der noch im Pink, ja. Und er findet was. Er findet etwas Besonderes. Ja. Den Raum der Wünsche. So, ich würde sagen, wir beenden das Video. Jo, dann würde ich auch erstmal sagen, bevor wir das Schloss knacken, wir beenden das Video und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Aber vorher gebe ich ihm noch die Kamera, wenn er schon so gierig danach guckt. Das hätten wir später auch noch machen können. Der Paparazzi war aber zu gierig. Na, was hast du mit dem Ding jetzt zuvor? Achso. Hat den Schlüssel gezaubert. Jo, dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.